Unterli, hallo Leute, mein Name ist Gutko und willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Oh, ich möchte mich gleich entschuldigen, mein Hals tut mir ein bisschen weh, vielleicht ist meine Stimme etwas anders wegen gestern der Livestream. Und für die, die im Livestream nicht da waren, ich werde nachher den Link unten reinstellen in die Beschreibung. Ihr könnt gerne noch reinschauen, also der Link zur Seite, denn das Video wurde gespeichert auf der Seite und ihr könnt es euch gerne noch im Nachhinein anschauen. Gut, dann fangen wir an mit zweiter Stock, Level 5 oder Raum 5. Okay, es sind drei Mini-Marios. Einer ist hier oben, einer hier unten und einer ganz da drüben. Okay, das Ziel befindet sich hier. Alles klar. Und dort sind die Blöcke. Okay, dann fangen wir folgenderweise an. Mit diesem Mini-Mario klettern wir über die Shy Guys oder laufen über die Shy Guys zum sicheren Platz da vorne. Komm. Okay. Dann holen wir zur Sicherheit die Blöcke ab und nach oben. Halt. Halt. So wollte ich das gar nicht. Aber ganz falsch ist das nicht. Gut, ich drehe jetzt die Röhre so und kann nach oben. Okay. Dann kann ich die Hämmer holen und die Shy Guys besiegen. Kommt her. Jawohl. Okay, bleibst du stehen. Holen wir den hier auch noch ab. Stopp! Oh. Ja, du musst zurück. Oder auch nicht. Hm, okay. Die bringe ich jetzt mal nach unten. Nein, nicht nach oben. Okay, noch einmal. Du sollst nach unten, nicht nach oben. So. Und, okay, mach kurz Platz. Okay, jetzt fehlt nur noch der dritte und ich habe falsch gemacht. Ach so, okay, die Blöcke müssen wir erstmal da lassen. Wo bringen die Röhre die dann hin? Okay, perfekt. Also geht die erstmal nach oben. Dann hinüber. Und bleibt hier stehen. Gut. Dann holen wir den dritten Mini-Mario. Moment. Okay, das ist ja ganz einfach. Dann holen wir noch diesen dritten Mini-Mario. Und alle gehen oben entlang. So. Dann bewegen sich alle in diese Richtung. Wir stellen diese Rohr noch um. Oh, 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 oh. Oh, bitte bleiben die stehen. Bitte bleiben. Gott sei Dank, sie bleiben stehen. Okay. Weil sonst wäre sie jetzt auf diese Stachel zugerannt und ich hätte verloren. Aber es ist ja zum Glück nicht so. Und Raum 5 wäre geschafft. Okay. Oh, meine Stimme ist total kaputt. Das merke ich schon selber die ganze Zeit. Aber nach 4,5 Stunden Livestream durchragen und schreien, ist das nun mal so. Okay. Dann machen wir weiter mit zweiter Stock, Raum 6. Ein Mini-Mario. Kleine Donkey Kong-Affen. Okay, an die erinnere ich mich nicht mehr. Und wieder mal drei Mini-Marios. So ein Wunder. Okay, der Buchstabe befindet sich dort. Den kann ich nur mit diesem Mini-Mario hier oben holen. Ich verstehe. Das Ziel ist da. Da muss man dafür durch die Röhre, die... Also wie ich den Buchstaben hole, ist klar. Was ich danach mache, ist mir nicht klar. Ach so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ziel ist dort. Also kann ich... Okay, dann fangen wir an. Ich stelle erstmal die Fließbänder um, um mit diesem Mini-Mario den Buchstaben zu holen. Warte. Dafür steht er gefährlich. Okay. Ja, lauf weiter. So, durch die Fließbänder kommt er hier entlang und kann den Buchstaben schon mal holen. Sehr schön. Halt, halt, halt. Wo? Das war knapp. So, jetzt noch auf den Affen. Perfekt. Und hier durch das Rohr. Okay, das war mit Minimario Nummer 1. Jetzt kommst du dran. Für ihn meine ich, müssen wir außen rum. Okay, aber jetzt müssen wir es mal... Ach komm. Okay, müssen wir doch erstmal eine Runde warten, bis dieser Mini-Affe zurück ist. Komm, Mini-Affe. Komm. Und drauf mit uns. Genau. So. Jetzt dreht er um und wir können zurück. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier anstelle. Ich muss nämlich... Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich muss irgendwie auf den Affen drauf kommen. Oh oh. Wow, das war knapp.
ohne dass mich dieser irgendwie verletzt. Ich muss auf ihn drauf springen. So, oh, das klappt. Perfekt. Und dann geht es mit diesem Mario die Rohre hoch, diesen Rohr hoch. Und jetzt fehlt nur noch der dritte. So, bei diesem wird es ein wenig tricky. Erstmal, oh, gut, gut, gut. Hat geklappt. Und, oh, oh. Geh weg! Oh, das war zu... Okay, doch, das kann man schaffen. Da braucht man nur das richtige Timing. Und, jawoll, ausgetrickst. Yay! Okay, jetzt noch mit diesem Mini-Mario das Rohr hinauf. Und alle brav ins Ziel. Perfekt! Woohoo! Way too cool! Okay. Damit wäre Raum 6 auch abgeschlossen mit einem Silberstern, oder? Ich kenne, ja, wusste ich doch. Okay. Zweiter Stock, Raum 7. Ein goldener Mini Mario und zwei normale und ein Wump natürlich. Okay, den Buchstaben, okay, schon rausgefunden. Da ist das Ziel. What the fuck? What the fuck? Okay, nein? Hä? Ah, ich verstehe. Okay, okay. Erstmal holen wir mit diesem Mini-Mario den Buchstaben. So, sperren ihn hier unten ein und können ganz in Frieden den Buchstaben holen. Halt! Du sollst da hoch. Genau, und den Buchstaben holen. Damit hätten wir das R. Perfekt. So, zurück mit dir. Du darfst nicht ganz runter, denn dieser muss erstmal noch durch. Okay, und was du jetzt machst, ist mir egal, Wump. Jetzt darfst du machen, was du willst. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt muss ich diesen hier noch austricksen. Okay, das machen wir folgendermaßen. Diesen hier erstmal hinüber. Okay, einsperren. So, dich rüber bewegen, damit dieser Wump nach unten geht. Und perfekt. Und somit wäre dieses einfache Level geschafft. Ja, somit wäre dieses einfache Level geschafft. Yeah! Genau, Mario, du sagst es. Was auch immer du sagst. So, Punkte, 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 Punkte. Danke, und ein Silberstern. Wie immer. Zweiter Stock, Raum 8. 2, 3, 4 Mini-Marios. Okay, und oh Gott, okay, hier unten ist das Ziel. Oh Gott, das wird... Keine Ahnung, wenn der da oben reinspringt, kommt er entweder dort hinaus, oder hier unten, oder da unten. Okay, den Buchstaben muss man mit den Shy Guys holen. Wo kann ich diesen hin... Ups, diesen hinbringen? Da rücken. Hä? Wie komme ich zu dem blauen Schalter, ist die nächste Frage. Wo ist denn der rote? Da ist der rote. Okay, zuallererst hole ich den Buchstaben. So. Okay, jetzt probieren wir Folgendes aus. Was passiert, wenn ich hier nach unten gehe? Komme ich dort oben hinaus? Doch, das will ich eigentlich gar nicht. Okay, deshalb gleich wieder rein mit dir. Ich habe schon verstanden, wie das funktioniert. So, wieder rüber mit den Shy Guys. So, perfekt. Komm, geh rüber, rüber, rüber. Okay. So, runter durch die Röhre. Und dann kann ich mit Hilfe von ihm den roten Schalter schon mal holen. So, perfekt. Aber um es vollständig zu schaffen, brauche ich den blauen Schalter. Okay, dafür muss ich jetzt einfach nur noch mit diesem hier nach links rüber. Damit er hier drauf springt und den blauen Schalter holen. Perfekt. So, jetzt müssen eigentlich nur noch alle ins Ziel und dann wäre das schon geschafft. Perfekt. Das heißt, erstmal du durch die Röhre. Okay, dann du als nächstes. Da rüber. Jawohl, komm, mach ihn kurz Platz. So. Halt. Und du auch halt. Okay, jetzt brauchen wir noch die anderen zwei Mini-Marios. Einer befindet sich hier. Moment, wir müssen dieses Rohr umstellen. So. Durch mit euch.
Okay, nein, ich bringe euch nicht über die Oh, muss ich aber. Verdammt, okay. Und du kannst wieder so rein? So, rüber mit dir. Und rüber. Perfekt, und alle vier auf ins Ziel. Und somit wäre Raum 8 auch abgeschlossen. Way too cool. Ach ja. Boah, ich habe von Anfang an einen Silberstern. Aber zum Goldstein reicht das lange nicht. Das weiß ich jetzt schon. Das sage ich es nicht. Hätten doch fast 10.000 gefehlt. Okay, zweiter Schock, Raum 9. Ein Mini-Mario. Drei Mini-Marios, okay. Schade, ich dachte mal nur einer. Aber nun ja. Okay, wir müssen da hoch. Dann muss ich den roten Schalter betätigen. Kann ich rüber den gelben wieder betätigen. Der Buchstabe ist hier neben dem Wund. Und das Ziel ist... Und da ist noch ein roter Schalter. Okay, ich habe es verstanden. Mit wem fange ich am besten an? Okay, jetzt brauche ich dich runter zu den anderen Mini-Marios. Sonst hat das... Moment. Ich verstehe. Okay, also doch erst diese hier. Hoch mit euch. So. Nun wird es ein bisschen blöd. Ich muss irgendwie hinter dem Herr schleichen. Deshalb nehme ich nur einen mit. Dass man auf den Schalter und dann auf den Affen springt. Oh, jetzt habe ich dich eingesperrt. Egal, das ist auch in Ordnung. Aber wir kümmern uns um den hier. Okay. Was machst du jetzt? Der Affe bringt uns hinüber und wir lassen ihn im Stich. So, wenn er auf diesen roten Dingen rüber balanciert, auf den Schalter. Okay, perfekt. Damit könnten wir die Münzen holen, doch die sind mir ja eigentlich relativ egal. So, jetzt muss ich aber das hier noch. Okay, ich lasse ihn hier oben. Jetzt holen wir diesen Mini-Mario ab. Komm. Jawohl. Okay, mit diesen holen wir erstmal den Buchstaben. Was eigentlich auch kein Problem darstellen dürfte. Wenn man das richtig anstellt. Sag ich doch. Okay, hätten wir dich auch bereit. Holen wir noch den dritten ab. Ey, dreh dich. Okay. So, Nummer 3, komm auch. Bam, baram, bam. Okay, dann müssen wir den roten Schalter betätigen. So, bleib stehen. Jetzt müssen wir einen nach dem anderen irgendwie reinlotsen. Ohne dass er von dem Affen getroffen wird. Komm schon. Komm schon. Genau. So. Und bleib stehen. Nein. Du sollst stehen bleiben. Okay. Der nächste schnell, bevor der Spielzeugaffe irgendwas bemerkt. Oh, oh, okay. Ist schon ins Ziel. Okay, dann habe ich wenigstens eine Zweierkette. Eine Dreierkette muss ja nicht unbedingt sein. Hauptsache, wir können alle retten. So, dich noch rein und Raum 9 ist auch geschafft. Puh, zum Glück. Okay. Ja, Punkte, Punkte, Punkte. Wir haben Mini-Mario. Oh, 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 oh. Oh, nur ein Bronzestern. Schade. Okay, dann machen wir erstmal das Speziallevel Mini. Schalke Panik, zieh wieder 25 in 30 Sekunden. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich frage mich, ob hier auch wieder Bombs auftauchen. Ja. Hab ich mir doch gedacht. Okay. Ich glaube, mit dem richtigen DS und dem richtigen DS-Stift wäre das viel einfacher. Okay, aber das Ziel ist schon geschafft. Von dem her, perfekt. Ziel erreicht. Oh yeah. Okay, und jetzt fehlt nur noch um diesen, ja, schön. Level-Baustelle. Und um dieses Stockwerk noch zu beenden, fehlt nur noch die Okay, wie es aussieht, muss ich die wieder in die Luft schleudern und irgendwas mit, oh Gott, Röhren und Piranha pflanzen. Und ich muss gucken, sie schießen Feuer hinunter und ich muss gucken, aus welcher Röhre, ah, das war knapp, das war verdammt. Aus welchem Rot Donkey Kong kommt und ihn dann rechtzeitig abschießen. Und gleichzeitig dem Feuer. Oh, das ist unfair. Das Feuer hat mich in der Luft getroffen. Boah, ist das mies.
Okay, und Treffer 1. Okay, Donkey Kong hat noch 5 Energie. Wow, 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 wow. Verdammt, zu langsam gedreht. Okay, da war einmal Donkey Kong. Und wo guckt du jetzt? Das ist unfair, ich wollte nicht schießen. Oh, das wird... Oh, hallo? Ist das unfair. Das ist mega unfair. Ja, toll, da hinten bin ich zu langsam. Du. Okay, ja, genau. Okay, aber ich habe ja noch 25 Mini-Marios. Von dem her... Ach, komm schon, das war doch... Geht's gerade von gestern Abend hier weiter. Das darf doch nicht wahr sein. So, und Treffer 2. Okay. Hat noch 4 Energie. Okay, ich muss nur in der Mitte bleiben, dann konnte ich gut ausweichen. Gut, Donkey Kong macht sich bereit und... Perfekt! Treffer Nummer 3 ist genau in der Mitte rausgekommen. Das war gut für mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe aber noch 24 Energie, von dem her. Donkey Kong macht sich bereit zu erscheinen. Und... Treffer! Oh, das war sogar noch ein Treffer. Das hatte ich gar nicht mehr erwartet. Ich dachte, ich wäre viel zu langsam gewesen. Boah, die Bombardierung beginnt erneut. Aua. Verflucht. Okay, da hinten treffe ich hier nicht. So schnell bin ich leider nicht. Abwarten. Hallo, Donkey Kong. Und Treffer. Oh, okay, er hat nur noch eine Energie. Ich noch 22, also... Sieht aus, als müsste ich es eigentlich hinbekommen. Wow, die sind sogar ausgewichen. Sehr schön. Ja, Donkey Kong, wo kommst du raus? Und Donkey Kong! Hört ihn an! Donkey Kong ist besiegt! Woohoo! Auch wenn er stressiger war als die anderen zwei davor, ist er geschafft. Glückwunsch, du hast gewonnen und sie tanzen auf einer Piranha-Pflanze. Yay! Okay, keine Punkte, leider kein Goldstern, weil ich nicht alle intakt hatte, aber was soll's. Hauptsache, einen Silberstern, yay. Der Röhrenwerk-Baukasten, ja, ist mir egal. Dritter Stock, Magnetbahn. Okay, doch diesen gibt's beim nächsten Mal. Ich sage nur noch, mein Name ist Gutko, das war's für heute mit Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Bis zum nächsten Mal und bye bye.